Ja, und damit herzlich willkommen zum Start des Spooktobers am 1. Oktober. Wir starten rein mit einem Horrorspiel namens World of Horror, passenderweise ein One-Shot-Game. Wir sollten es auch in diesem Video durchbekommen, hoffe ich mal. Und ja, am Donnerstag geht es dann direkt weiter mit dem nächsten Spiel und am Wochenende, das wird auch zugepflückt sein mit allen möglichen Horrorspielen. Verpasst auch nicht, wenn es euch interessiert, jeden Samstag im Oktober unseren Spooktober-Stream, wo wir uns mit ein paar Freunden zusammensetzen und auch jede Menge Horrorspiele spielen und Spaß haben. Also ihr seid gerne dazu eingeladen auf Twitch. Schaut ruhig vorbei. Ansonsten wird dieser Stream auch auf YouTube veröffentlicht, am Mittwoch darauf folgend. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Schauen dieses Horrorspiels. World of Horror. New Story. Wir beginnen. Would you like to customize your next playthrough's look? There are many color palettes and display modes to choose from. Wir randomisieren mal. Ich kenne das Spiel ja eh nicht. Schauen wir mal. If it's your first time playing World of Horror, it is recommended that you start with the spine-chilling story of School Scissors option before trying more complex playthroughs. Okay, ich weiß gar nicht, was hier so abgeht. Wir haben Quick Play Combat und sonst was. Aber ich glaube, wir hören mal auf dieses Spiel und starten mit der Spine-Chilling Story of School Scissors. City of Shiokawa, Japan. 1900 irgendwas mit 80. Something strange is happening in our town. Corrupt figures can be seen gathering in the woods at night. People are going missing. Disgusting creatures are terrorizing the seaside. The rapid technological progress of the modern era brings comfort, but also new unknown threats. Old gods, malicious eldritch beings who ruled the earth eons ago, are awakening as reality starts to crumble. Armed with clues, spells, and your dwindling sanity, you'll investigate mysteries across the city and in realms beyond. An old train slows down and stops at its last station. The end of the world is at hand, and you finally arrived in the doomed town. Welcome to World of Horror. Important messages will appear here. You found a new item, Straight Razor. You found a new item, Taiyaki. Okay. Es hat irgendwie so ein bisschen so Roleplay-Fever, finde ich. Was können wir denn hier machen? Es ist Point-and-Click-Adventure. Ich muss auch dazu sagen, ich habe dieses Spiel nur gesehen und fand es cool. Hab mir dann die Spielzeit, die ungefähre Spielzeit angeguckt und dachte mir, ja, das passt für einen One-Shot. The story so far. You've been following the weird cult for weeks now. Also was ich damit eigentlich sagen wollte, ist, ich weiß überhaupt sonst nichts über dieses Spiel. Barely surviving the encounter with the skin hack at the nursery, it's a race against time and you can't rest until our town is safe. Start the mystery. Combat tutorial on, ja, ich glaube, das ist ganz sinnig. Another boy from your school has disappeared. Rumor has it a terrible woman has returned from the grave. A woman with the widest smile and the sharpest scissors. You knew your friend was up to something when he left you his notebook full of cryptic notes. I can send her back where she belongs, he claimed. After he too disappeared, you decided to study the notebook for clues. It details a ritual that claims to stop the wicked woman once and for all. What's the worst thing that could happen? Yeah, investigate the mystery, I guess. The school is eerily quiet at this hour. Your missing friend has left you a notebook. If the rumors are true, to stop the tall woman with scissors, you'll need to perform a ritual to force her material form to appear in our dimension. Accomplishing this requires first the drawing of an eldritch sigil and then the lighting of holy candles. You can only hope your friend has left them somewhere around the school. Okay. Access your storage, explore school, perform ritual. Ja, perform ritual ist wahrscheinlich schlecht. Access your storage. Gucken wir erstmal, was wir so haben. Das ist das Friend's Diary.
Können wir uns das auch irgendwie angucken? Ja. This sigil can weaken the demon for a while. Careful with the lines. Okay. Ich weiß nicht, ob das so genau gezeichnet ist, weil das sieht schon sehr gekritzelt aus, aber ja. Maru is acting strange. Need to talk with her after class. I hope she didn't attempt the ritual herself. I've hidden the candles in one of the classrooms. Tomorrow I will try to perform the ritual. Okay. Dran denken, es ist japanisch. Wir lesen von rechts nach links. Das ist wie ein, ja, Manga. Other pages seem irrelevant to the case. I hope they are okay. Ja gut, dann würde ich mal sagen, explore the school. Investigating classroom. You hear a faint sound while walking outside the biology classroom. Inside is an old anatomy model. It's heart beating. The sight almost makes you sick. Minus one stamina. Resolve this event? In welcher Form sollen wir das resolven? Sollen wir das Herz rausreißen? I don't know. Blessed chalk not found, holy candles not found. You feel like something horrible is happening within the school. You must hurry and find those items. Ja, aber wir können ja nur weiter die Schule exploren, oder? Investigating classroom. A tall woman with an unsettling face and twitching lip stops you. I'll be your new biology teacher. Could you help me move some stuff to my new office? Ja, auf der einen Seite glaube ich nicht, dass diese Dame sehr vertrauenswürdig ist. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch nicht, ob ich irgendwelche verrückten Leute verärgern möchte. Klar, also ich helfe dir mal. Luck check failure. Super. The creepy substitute teacher hands you dusty old biological specimen. The rancid smell of formalin almost makes you drop the jar. Should fetuses have so many legs? Minus 2 Stamina. Wo ist denn unser Stamina angegeben überhaupt? Hier, 14 haben wir noch übrig. Und 17, Brain Power. Wofür auch immer REA steht. Resolve this event. Something evil stalks the empty school corridors. You found an additional page from your friend's diary. It seems that the blessed chalk was left in the pool. You must hurry and find it. Haben wir... Okay, wir können hier nichts angucken. Das steht hier nur so. Dann... Peek outside? Ja, der Pool wird ja wahrscheinlich outside sein, ne? Something evil sucks. Okay, bla bla bla. To open the door, click on the handle and drag the mouse with the mouse button pressed. Hi. Ich weiß nicht, ob ich die ganz öffnen sollte. Ich glaube, wir lassen das mal lieber zu. Können wir nicht zum Pool gehen? Dann explore mal die School. Investigating Gym. Ist hier der Pool? You enter the damp-smelling sport wing. You notice a backpack drifting on a swimming board in the middle of the pool. Could it be what you were looking for? Ja, wahrscheinlich, ne? Aber ich weiß nicht, ob das... Sollen wir uns nicht vorher Schwimmsachen oder so anziehen? Naja, komm, ab in den Pool. You enter the pool and start swimming towards the backpack. Suddenly, the water turns murky and you realize you're not alone in the pool. Prepare for combat. A bloated figure emerges from the murky water, blocking your only way out of the pool. Oh god. Combat tutorial. During each turn, you'll build a sequence of attacks and moves from the action ring B. Once you've filled the sequence bar C, press the launch sequence button to finish your turn. Ja gut. Fill the combat sequence white bar with combat moves and click the launch sequence to attack your enemy. Right click, delete the last combat move. Wir haben anscheinend ein Messer. Oder nee, das sind nur offensive moves. Und was anderes können wir gerade nicht aussuchen, also... Ja gut, Kick. 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 Können wir viermal treten? Anscheinend nicht. Gut, dann...
Launch. Launch Sequence. Dreimal getreten. Aua. Turn 2 begins. Wo stehen denn unsere Leben? Ist das wieder Stamina? Der bloated Teacher. Ich weiß nicht, wie viel Leben der hat. Wir haben keine equipped weapon. Needs equipped firearm. Prepare your attack. Next attack is guaranteed hit. Ja, oder wir kicken einfach ein paar Mal. Ich glaube, warum können wir die Sequence nicht launchen? Wo ist das Problem? Achso, vielleicht sollte ich das Combat Tutorial weiterlesen. With time, you will discover new combat moves available through the action filter A. But first, you need a weapon. Find and choose an action called look for an improvised weapon. Okay. Wo haben wir diesen Move denn? Ist das hierbei? Support Actions. Or look for an improvised weapon. Was haben wir denn hier noch? Okay, die anderen Sachen. Combat Skill. Time needed. Reduces your experience by 5 and raises your chance to hit by 10% for the rest of the encounter. And this action requires an ally and this one-time use needs stamina or reason to be lower than 3. Das ist wahrscheinlich so ein, ja, letztes Gefecht-Moment. Und das Auge, das sagt uns gerade gar nichts. Egal, wir wollen erstmal ein bisschen Improv hier machen. What the fuck happened? Ich finde das interessant, dass die echte Uhrzeit hier unten steht, fällt mir gerade mal so auf. Wir haben eine broken bottle. Look, a new item has appeared in your inventory in the upper right corner. Select the item with your cursor and open this item's submenu, then select the equip button highlighted. Okay, equip. Klar, warum nicht? Und dann wollen wir wahrscheinlich damit angreifen, richtig? Kann ich hiermit angreifen? Attack with your weapon oder strong attack. Wollen wir eine Strong Attack machen? Oder wollen wir einfach nur eine Attack machen? Wir machen... Können wir beides? Wir können beides. Dann Launch Sequence. Zack. Woran sehe ich denn, ob ich ihn treffe? Ich bin gerade ein bisschen überfordert mit Sachen. You slash bloated teacher. Minus 4 health. Aber ich gehe auch gerade sehr kaputt. Okay, jetzt müssen wir einfach nur weiter angreifen. Dann tun wir das doch mal. Haben wir ihn besiegt? You defeated bloated teacher, plus 7 experience. Resolve combat. You found a blessed chalk, which you can use to draw the sigil in your ritual. You copy the sigil as best as you can on the blackboard. Hopefully it'll be enough. Ist das das Ding hier? Weil das sieht nicht aus wie das Ding im Diary, ehrlich gesagt. Es sieht ein bisschen professioneller aus, was vielleicht auch gut ist. Aber es sieht auch schon ein bisschen anders aus. Ich brauche ein bisschen mehr Leben, das wäre gut. Redraw Sigil? Wo ist mein Inventar? Bloated? Something moving inside your stomach. That's not good. Ja. Ich hätte mir gerne diese Items hier. Friend's Diary. Weil die Sigil sieht ganz anders aus. Inspect. Ja gut. Vielleicht sollten wir die nochmal redrawen. Machen wir mal 2. Oh Gott. Sieht schon ähnlich aus, aber noch nicht ähnlich genug. Die sehen irgendwie alle nicht so aus. Ah! Ah, okay, das ist der Shape. Die Shape. Könnte es das sein? Das sieht eigentlich ziemlich aus wie das Symbol. Okay, dann haben wir schon mal die richtige Sigil. Dann brauchen wir jetzt aber noch die... Ja, die Candles. Dann exploren wir mal weiter die School. Anscheinend jetzt die Library. As you enter the school gym... Wir haben doch gerade die Library durchsucht, aber okay. You notice a strange black doll... Propped up against the wall. Needs anatomy class perk. Okay, ja dann... Das können wir wohl nicht auswählen, dann können wir nur closer gehen.
Against your better judgment, you approach the doll. Better judgment ist so eine Sache, ne? Weil, ja, ich konnte ja nichts anderes machen. What you see makes you gasp in horror. The doll isn't a doll. Your sudden movement causes tiny black spiders to flee, revealing a white, half-eaten corpse. Minus two reason. Resolve this event. The sound of scissors is getting louder. You must hurry. Ja, kann mich das hier irgendwie healen? Plus one reason. Außerdem, was ist mit dem Straight Razor? Können wir den nicht eigentlich equippen? Ja komm, wir equippen das mal. Oder ist die Broken Bottle besser? Damage 3. Speed 90, Chance to Hit 70. Und was ist mit dem Straight Razor? Ja, der ist besser. Warum haben wir den vorher nicht schon equipped? Ja, dann durchsuch mal weiter die Schule. Wir brauchen noch Investigating Corridor. Wir brauchen die Candles. Und wir haben schon wieder die gleiche Substitute Teacher. Wir können auf Luck wieder rollen. Wie gesagt, ich weiß halt nicht, ob wir, wenn wir ihr die Kleinen, das irgendwie uns schadet. Wir probieren nochmal, ihr zu helfen. Nee, war keine gute Idee. Aber egal, wir haben noch 4 HP. Alles gut. You found the holy candles in your friend's backpack. You lit them as instructed by the notebook. Also, wir haben den Backpack im Pool gefunden. Wir haben ihn geöffnet und Kreide gefunden. Und hat dann gedacht, so, wir suchen jetzt mal weiter die Schule ab. Bis wir jetzt endlich mal auf den Gedanken gekommen sind, das Backpack mal weiter zu durchsuchen und dann auch noch die Candles zu finden. Gut. Ja, everything is ready for the ritual. Ja, dann perform the ritual. Wait, what's that? You take a step back as a withering amorphous mass slowly takes shape. Soon it becomes a tall, woman-like creature with 3 faces, all connected by a white smile. Now it is your chance to fight and defeat this horror. It is also your only chance. Prepare for combat. Ich finde das nicht gut, dass wir nur 4 HP haben. Das könnte ein bisschen kritisch werden. Twisting and twitching, the demon woman enters the classroom, cackling menacingly. Am I beautiful? Natürlich. Was haben wir denn hier noch? Spiritual actions. A lower multiplier means that actions will take less time. Ich weiß nicht, was das macht. Was haben wir hier noch? Defense actions. Ja, wir versuchen sie erstmal anzugreifen. Wir haben ja immer noch keinen Ranged Attack und wir haben auch keinen Melee Attack. Das heißt, beides, sowohl die Strong Attack als auch die Normal Attack, haben eine Base Chance to Hit bei 46%. Dann machen wir einfach mal wieder beides. Oder wir machen einen Attack Boost. Dadurch kriegen wir eine 10% höhere Chance, dass wir treffen können. Aber nur die nächste Attacke. Ne, wir greifen erstmal so an. Launch. Okay, wir haben sie einmal erwischt mit der starken Attacke zum Glück. Und wir wurden auch getroffen mit 2 Damage. Wir müssen uns irgendwie healen. Weil ich weiß auch nicht, selbst wenn wir einen Defense-Move machen, können wir die eigentlich stacken? Der Defense-Action Meditate. Oh. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Wenn wir einfach meditaten und probieren zu dodgen. Wir meditaten einfach ganz häufig. Wie sieht's denn damit aus? Wir healen uns jetzt einfach voll. Wir sitzen da rum, während die Frau auf uns draufhaut und sagen, nee, ein Hieb, nee, eins weiter, wir healen das alles gegen. Launch Sequence. Frozen in fear, you watch as she gets closer. Her sharp scissors are slowly cutting through your cheeks as she asks you, am I beautiful? You perished. Aber wir haben doch meditated, das hätte uns healen müssen.
Incoming Doom 5%. Your playthrough lasted 18 minutes and 17 seconds. In this run, you didn't complete any mysteries. You saw four new events. You encountered two new enemies. You didn't unlock any achievements. Danke dafür. Continue. Ja, probieren wir das Ganze doch nochmal, würde ich sagen. Die Story kennen wir ja jetzt schon. Ja, es ist auch das Gleiche. Gut. Dann fangen wir doch mal erstmal direkt an, mit den Razor zu equippen. Und ja, the story so far kennen wir auch schon. Start the mystery. Wir hätten vielleicht das Tutorial jetzt ausstellen können, aber ja. Gut. Access your storage. Friend's Diary. Hier ist auch immer noch alles das Gleiche. Das Symbol ist anders, aber ansonsten scheint alles gleich zu sein. Auch gut zu wissen. Ja gut, dann würde ich mal sagen, explore the school. Die Library, fangen wir damit an. Wir die Kleinen jetzt mal diese Anfrage hier. Wir haben anscheinend nicht viel Glück. She suddenly grabs your hand. Oh, I insist. Minus two reason. Was sind diese zwei Punkte? Die können wir nicht auswählen. Ja, dann help her. Luck check success. The creepy substitute teacher hands you some old books to carry. Among the mundane titles, you find one called Extinction of Mankind. You shudder feeling the teacher's gaze on your back. Plus 5 experience. Nett. Aber ich sag ja, man darf sie nicht verärgern. Ja, wir haben immer noch nichts gefunden. Wir müssen weiter die Schule exploraten. Der Korridor. Wir haben auch immer noch nicht den Anatomy Class Perks, also ja, was sollen wir... Wir haben hier auch nicht viel Auswahl. Aber wir haben... Ah, wir haben jetzt die Additional Page gefunden. Sollen wir nochmal draußen gucken, was hier so abgeht? Ei. Ei. Okay. Wir schön risk that again. New Achievement unlocked. ja gut, dann Peek Out Zeit. Nee, geht nicht mehr. Explore School. Schon wieder die Library. Auch wenn es letztes Mal das Gym war und jetzt sind wir am Pool. Also keine Ahnung, unser Charakter kann sich auch nicht ganz einig werden, wo er denn jetzt exploraten soll. Prepare for combat. Bloated figure emerges. Der bloated teacher ist wieder da. Und ja, wir wissen, wie wir angreifen. Attack, launch sequence. Bum, bum, bum. Boah, das tat ganz schön weh. Können wir jetzt meditaten? Was würde das... Ne, wir können noch nicht meditaten. Wir hätten das Tutorial ausstellen sollen, aber egal. Weil wir haben ja eine Waffe. Jetzt haben wir aber einen Branch gefunden. Und der Branch ist aber auch nicht viel besser als die Broken Bottle. Ich möchte den aber ehrlich gesagt nicht equippen. Ich möchte lieber das hier equippen. Weil das viel mehr Schaden macht. Und wie sieht denn das Meditaten aus? Ich meine, eigentlich müssten wir dadurch geheilt werden. Und dann greifen wir halt nochmal mit einer Strong Attack an. Launch Sequence. Okay. I get it. Jedes Mal, wenn wir eine Attacke ausführen, kann unser Gegner auch eine Attacke ausführen. Das heißt, im Endeffekt wurden wir gerade einfach getötet, während wir gemeditated haben. Aber was soll denn das Meditaten dann überhaupt bringen? Es kann ja nur schädlich sein. Wir werden wahrscheinlich wieder sterben. Ne, wir haben ihn getötet, aber wir haben noch ein HP. Jetzt müssen wir die Sigil wieder drawen. Dieser Fisch bringt uns auch nichts, aber komm, benutze ihn einfach mal. Ein bisschen mehr Reason. Können wir nicht jetzt meditaten? Weil jetzt wäre es sehr sinnig. Bei Spells vielleicht? No. Status? Uns geht's richtig scheiße, so schaffen wir das auf keinen Fall. Ich würde gerne meditieren.
Irgendwie. Außerdem haben wir das Ding nicht equipped. Ja, komm. Das Ritual, wie sieht das denn hier aus? Wo haben wir unser Inventar? Da, Friends Diary. Es ist ein umgekehrtes Dreieck und dann so ein komisches Sternchen da drin. Das Dreieck haben wir. Und das Sternchen haben wir hier. Ist das? Close enough, würde ich einfach mal sagen. Dann explore mal weiter die Schule. Wenn wir jetzt Stamina verlieren, haben wir eh ein Problem. You hear a faint sound. Sterben wir jetzt an dem Mannequin? Tun wir das wirklich? Unserem Charakter geht's nicht mehr so gut. You will die at the beginning of your next encounter. Ja, danke, und was soll ich dagegen tun? Spiel? Kannst du mir das mal sagen? Old God is ready to return once more. Resisting the unknown horror was taking its toll on your health. Weakened, you finally succumbed to your injuries alone. As the dust settles upon your eyes, reality starts to crumble. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie wir healen, aber klar. Probieren wir das Ganze nochmal. Was auch sonst. Ich meine, wenn wir nicht mal die erste Story schaffen, was sollen wir denn dann großartig hier machen? The story so far. Combat Tutorial oft brauchen wir nicht mehr. Wir wissen ja, wie es geht. Great Razor. Equip. Investigate this mystery. Und ja, dann access doch mal das Storage. Wir holen das Diary daraus. Und explore the school. Den Schoolyard. Wir haben wieder den Mannequin gefunden. Na super. Es ist im Endeffekt einfach ein bisschen random, was wir finden. Und das Enormity-Ding kriegen wir auch nicht wirklich, weil ich nicht weiß, was wir dafür machen müssen. Und jetzt kriegen wir halt noch mehr. Ja gut, Reason Damage ist jetzt nicht so schlimm. Peak Outside. Hi. Ah, ich hätte mir gewünscht, es wäre anders gewesen. Dann hätten wir da ein bisschen gucken können, ob es da neue Achievements gibt. Ja, enter the water, prepare for combat. Der Teacher, der kriegt jetzt erstmal aufs Maul. Strong Attack und eine normale Attack. Können wir dann noch meditaten? Brace for Impact. Lowers the incoming damage by half and ignores any special attack. Und Dodge drastically lowers the hit chance for the enemy. Aber das kostet auch richtig viele Punkte. Also Meditate ist halt komisch. Weil, wie gesagt, wenn ich das nicht... Das könnte man höchstens machen, wenn man weiß, dass der Gegner nicht angreift. Aber woher soll man das wissen? Und Brace for Impact können wir auch nicht machen. Runaway. Nee. Ja, dann launch einfach mal die Sequence, würde ich sagen. Spiritual Actions. Was können wir denn hier überhaupt machen? Clap. A part of a ritual, most combat rituals are a combination of five bows and claps. Even if you don't get it right, you'll be provided with a hint. Muss ich das machen, um die eine zu besiegen? Pray. Wir können auch mal probieren zu prayen. Mal gucken, ob das irgendwas bringt. Launch Sequence. Wir haben zumindest... Wir haben drei Damage bekommen anscheinend. Ne, zwei. Können wir dann prayen? Was hat er? Der Teacher disappeared underwater. Dann prayen wir doch zweimal und probieren ihn dann zu hauen. Da wäre jetzt wahrscheinlich die Chance gewesen, er ist schon wieder unter Wasser gegangen. Können wir nicht einfach ganz häufig prayen? Dann hauen wir einfach nochmal normal drauf. Oh. Ich habe gerade gesehen, unser Reasoning ist runtergegangen. Stand das denn da dran? Ah,
Meditate kostet Stamina, aber Regain One Reason. Oh mein Gott, ich sollte lernen zu lesen. Und das andere ist wahrscheinlich genau das Umgekehrte, ne? Ja. Ja gut, ich glaube, dann sind wir wahrscheinlich tot. That encounter was the final straw, your mind has snapped, and you've been locked up in an asylum. It would be comforting to accept that you were insane, that no old god is awakening to devour humanity, but the drugs haven't made these horrors disappear. Ja gut, immerhin schalten wir mehrere Enden frei, ist doch auch was. Wenn es auch alle schlechte Enden sind. Ich will das aber auch jetzt einmal schaffen. Jetzt weiß ich auch, wie Meditate funktioniert. Die andere Frage ist, gab es denn irgendwas? Death Mode Random. Death Mode Last Stand. Starting new encounters will kill you if you drop below one stamina. Dropping below one stamina reason will kill you immediately. Just like in real life. Die Difficulty. War das die höchste? Evil forces are gathering around Chiokawa. Let's hope you can make it out alive. Und was ist das? Start your playthrough with a randomly chosen difficulty, okay. World of Horror initiates. Something weird is happening here, but I'm sure that together we can deal with it. Und das erste ist hier Skeptic. Get the full gameplay experience with a selection of tiny changes to make the dreadful town of Chiokawa a more hospitable place. Ach, und hier unten gibt's noch mehr. Ja, wir schrauben die Difficulty mal um 1 runter. Wobei, ja doch, machen wir. Und die Timeline. Timeline A. Timeline choices determines changes in mysteries and their endings. Every year our city is visited by hundreds of tourists interested in the paranormal. Ja gut, gehen wir erstmal wieder ins Spine-Chilling Adventure hier. Mit ein bisschen einfacherer jetzt. Waren das gerade andere Cutscenes, die ich übersprungen habe? An old train slows down and stops at its last station. The end of the world is at hand. And you finally arrived at the Doom Town. Nein, das müsste das gleiche sein. Gut, dann. The story so far. Kommen wir zu Drill off and start the mystery. Wir equippen wieder unseren Razor. Und wir investigaten the mystery. Holen schon mal das Diary, wir brauchen uns das ja eh nicht durchlesen, erst wenn wir die Chalk haben. Und dann investigaten wir anscheinend mal das Gym. Und finden wieder die Anatomy Class. Können wir hier irgendwas machen? Day, School, okay. Anscheinend nicht. Ja, das wäre jetzt schön, wenn wir diesen Perk hätten. Aber ich habe keine Ahnung, was da abgeht. Naja. Wir können auf jeden Fall erstmal ein bisschen Damage nehmen. Peek outside. Haben wir hier wen anders? Hey. Okay. Scheint aber nichts zu ändern. Außer, dass wir das jetzt wahrscheinlich... Ja, I shouldn't risk that again. Explore School weiter. Und ab in den Pool. So, jetzt kriegt der aber hier aufs Maul. Und zwar, wir hauen einfach drauf. Boom. Jetzt geht er unter Wasser. Die Frage ist, können wir ihn dann nicht treffen? Ich weiß es halt nicht. Wir hauen einfach mal weiter drauf. You missed the attack. Ja, wahrscheinlich, weil er unter Wasser ist. Wahrscheinlich hätten wir dann da ausweichen sollen. Aber okay. Wir haben es geschafft und haben mehr Leben als vorher. So. Und jetzt können wir mal in unser Ritual hier gucken. Wir können auf jeden Fall auch mal hier unseren Fisch essen, damit wir ein bisschen Reason restoren. Wir brauchen das umgekehrte Dreieck mit diesem komischen Symbol. Dann zeichnen wir das doch mal. Das ist das umgekehrte Dreieck. Mit dem Symbol war richtig so, ne? Ja, es sieht ein bisschen anders aus. Aber es gibt ja kein anderes umgekehrtes Dreieck, oder? Gibt es ein flacheres? Nee. Dann wird das richtig sein. Unser Freund sollte echt mal lernen, besser zu zeichnen, weil, ja,
Gut, explore mal weiter die Schule. Ja, wir müssen ihr anscheinend helfen, weil ansonsten drehen wir durch. Aber wir haben auch Success bei unserem Luck-Check. Wir müssen die Candles noch finden. Investigate the school more. Okay. Da sind die Ritual Candles, dann perform mal das Ritual. What's that? Strange troll woman been following me along the... Ich kann es nicht so ganz lesen hier. Aber hier steht nichts drüber mit Kleppen oder sonst was, ne? Müssen wir sie dann töten? Weil ich meine, im Endeffekt, sie ist ja jetzt Teil unseres Realms. Das heißt, wir müssen sie ja töten können, oder? Prepare for combat. Okay. Am besten hauen wir erstmal drauf. Und prayen dann immer, wenn wir prayen können. Nee, umgekehrt. Wir wollen nicht prayen, wir wollen... Oder wollen wir prayen? Nee, warte mal, das war Defense Action. Ja, doch, wir wollen prayen. Wir wollen Stamina regeneraten. Okay. You slash Scissor Woman, minus 4 health. Aber ich weiß halt nicht, wie viel Leben die hat. Oder sind das hier? 16 HP hat sie. Die erste Attacke haben wir verfehlt. Ja, das heißt, wir wollen auf jeden Fall weiter prayen. Komm schon, hau sie kaputt. Du hast beide verfehlt, ehrlich. Dann pray dreimal. Wobei, das bringt ja auch nichts. Nee, pray einmal und hau sie nochmal mit einer starken Attacke. Er verfehlt die ganze Zeit. Unser Typ ist ein Keck. I don't know what to do. Stop being a Keck. Am I beautiful? Hat sie uns schon wieder getötet? Das ist echt nicht einfach. Kann das sein, dieses Spiel? Es ist wirklich eine World of Horror. Das ist erst das erste Level. So, yet again sind wir hier wieder bei der Frau. Diesmal mit sogar noch mehr Leben als vorher. Sie hat 20 HP. Wenn wir doch nur häufig genug treffen, wäre das gar kein Problem. Launch Sequence. Bitte hau sie. Das war doch schon mal sehr gut. Wenn du das nochmal schaffst, dann haben wir sie doch schon. Einfach nur beide Attacken treffen. Ah, wir haben sie besiegt. So einfach kann es sein. Glück war vorher nur nicht auf meiner Seite. You've defeated Scissor Woman. Plus 15 Experience. Resolve Combat. The ancient horror lies dead on the classroom floor, slowly dissolving into nothingness. You find your friend gravely wounded but alive. You help him up, and both of you limp away from the school as the police sirens get louder. Spine-chilling story of school scissors, ending A. Was wäre denn Ending B? Oder muss man das dafür auswählen, den Pfad von B? Continue. This horror is over, for now. Your playthrough lasted 3 minutes and 26 seconds. Das war ein richtiger Speedrun. That's not the only mystery plaguing this town. You must continue your investigation. Okay. Continue. Ich kann aber nicht auf Continue drücken. Also, New Story. Es geht wahrscheinlich darum... Sowas wie hier, Extracurricular Activity. Gehen wir doch einfach mal ins nächste über. Okay, something is happening in our town. Ist das genau das gleiche? Robbed figures at night. Missing disgusting creatures, yes. Das ist alles gleich. Wir kommen auch mit dem Altzug an. Way, the media has reporting about various people with seemingly supernatural skills. Could it have any connection with the news about stars disappearing from the night sky?
Old God's Rule. Casting spells raises Doom instead of its normal cost. Backstory, World of Horror. Character exclusive perk cards only. Okay. Your home, Lighthouse. No ritual active. Was ist denn so zu Hause? You check your mailbox. It's empty. Back in your home, you think of your next move. Oder you are currently... You are currently investigating any weird mystery. Recent newspaper clippings and notes collected in the next room should point you in the right direction. Choose an action. Watch TV, take a bath. Take a peek through the peephole. Warum? Warum sollen wir unsere Nachbarn ausspionieren? Ich meine, gut, vielleicht haben die was damit zu tun, aber... Get back to the town screen. Change clothes. Access your storage. Was haben wir denn da? Da haben wir gerade nichts drin, okay. Complete at least one mystery to save progress. Also hier ist jetzt so ein bisschen das, wo eine richtige Story zustande kommt. Weil das eine war mehr so ein Tutorial-Level und das ist jetzt, wo man richtig Progress machen kann. Custom Mysteries. Dann watch TV doch einfach mal. We are shocked by what she did. Her voice was always so calm. Important... Ja gut, das weiß ich. You have learned a new spell, Void. Was kann der? Report, investigation, ignore the current event and instantly investigate a random other world location. One time use only, cost 3 reason. Cast the spell, forget the spell. Nee. Ath, your last gaze. Casting this doesn't cost reason. Und was stattdessen? Doom? Das ist Doom dann, ne? Ja, okay. Choose an action. Ja, wir können ja nicht viel machen. Start a new mystery. Inexplicable and morbid events have been plaguing your town for some time now. You've marked down 5 of them, hoping that there is something connecting them. You can tackle these 5 mysteries in any order you want. Beware, your decision will haunt you and influence yet unsolved mysteries. Okay. Ah, da gibt's verschiedene Endings. Ist der eine denn auch da mit bei, den wir kennen? Nee. Das unten rechts. Okay, das sind die verschiedenen Enden. Dann machen wir doch einfach mal die Tragic Tale of Taumaturgy Teacher. Weil das nur 2 Enden hat. 2B used to be one of the most outstanding classes in school, at least before the teacher's disappearance. A replacement glides through the school, entrancing all those around her with her soft voice and calming emotionless eyes. Now she stands at the front of the class, scribbling occult symbols in chalk and hissing lessons about the old gods. The children no longer play, but sit in their seats until dark, chanting along, learning of their eldritch masters and preparing to serve them. Investigate the mystery. To advance this mystery, investigate the circled location. As you progress, the location and the rules may change. You can't investigate your home. Danke dafür. Following a rumor, you visit the house of a schoolgirl who acted really strange in class. The girl's parents sit crying in the living room and fearfully point you upstairs. Investigate downtown twice to complete this quest. Was hier downtown? Travel to apartment. Investigate apartments. Dark forces scheme against you. You don't know who you can trust anymore. Plus curse. No! Ich will nicht gecursed sein. Branded. Chance of raising doom with each investigation. Na, danke dafür. Da haben die mir erstmal einen Stempel aufgedrückt. Aber ich soll ja downtown investigaten. Warum ist das denn hier gecircled? Aren't you already
You're already there. Ja, investigate Town. Das ist doch meine Quest. Dann verstehe ich nicht, warum das andere gecircelt ist. Aber egal. While you walk through the crowded space, someone bumps into you and quickly apologizes. Realize what's happening. Perception check failure. Before you realize your wallet is missing. The thief is long gone. -2 funds. Hm. Na super. Ja, investigate downtown again. Den Shop. Hearing footsteps, you turn around. Behind you stands a pretty woman in a sweater. Natural beauty. Yes, this is exactly what I need. You shudder seeing the weird woman reaching into her pocket and producing a nasty looking knife. Pretty face. Mind if I borrow it? Warum sind hier immer so viele verrückte Frauen? Haben wir eine Waffe equipped? Ich weiß es nicht. No weapon. Das heißt wohl nein. Dann sollten wir wahrscheinlich nach einer suchen. Look for improvised weapon. Und dann hau einfach auf sie drauf. Launch Sequence. Voll ins Gesicht. Die sieht wunderschön aus. Ja, dann equip doch mal den Branch. Wir können ihn auch throwen, aber dann haben wir ihn nicht mehr. Ne, equip den mal lieber. Und dann probier eine Strong Attack und... Oh, du kannst sogar zweimal Strong Attack machen. Hat zwar nur eine 50%ige Hitchance, das andere aber auch. Deswegen verstehe ich nicht so ganz. Wir könnten zwar auch hier prepare your attack und your next attack is a guaranteed hit. Wenn... Ja, wobei, man, was man rein theoretisch machen könnte, wäre wahrscheinlich das. Dann das und das. Und so kriegen wir eine definitely attack, strong attack und eine normale attack zu 50% Chance. Das ist wahrscheinlich sinnig, oder? Ja. Das ist wahrscheinlich eine ganz gute Kombi. Solange bis wir keine Leben mehr haben. Ich wünschte nur, wir könnten irgendwie anders Leben generieren. Naja. Komm schon, triff. Weg mit dir. Boom. Werden wir jetzt nicht eigentlich als Mörder gesucht? Naja. You defeated a aspiring model. Wait, what's that? Pick it up. Pick what up? Lucky earrings. Nice. You found an item. Können wir den auch equip? Climbing a tree, you get a better view of the class. Weird schematics of some portal drawn on the blackboard could help in the future. Okay. Ja, ich würde die aber gerne equippen. Inspect additional information about this item. Fancy earrings. Wunderschön. Was haben wir hier sonst noch so? Storage. Ja gut, nein, wir equippen das. Dann kriegen wir mehr Luck. Auch wenn dieser Set nicht angezeigt wird, aber Luck ist, glaube ich, immer gut. Quest complete. Und jetzt? Müssen wir weiter die Apartments untersuchen, weil die ja gecircled sind. Investigate. Fire escape. Mr. 000, your neighbor is a horror manga artist. He's struggling to come up with a satisfying ending for his new story. What's that picture? Oder share your experience. Wir sharen mal unsere Experience. Incredible! He shouts in excitement. How do you come up with this stuff? Sensing the story will be a huge hit, he pays you a token of appreciation. Aber warum verlieren wir deswegen Experience? Also, ja gut, ich verstehe, wir sharen unsere Experience. I get it. Aber... So funktioniert das nicht. Das ist nicht real life. Okay. Wir haben halt legit unsere Experience geshared. Aber dadurch verlieren wir sie ja nicht in real life. Ist ja nicht so, dass wir die Story jetzt nicht mehr kennen. Aber egal. Another lead from the former teacher of the class may prove more useful. Knocking on the door, however, gets you no answer. Just subtle chittering behind the door. Travel to the village. Investigate the village. Investigating shrine.
An old priest is performing a ritual to appease a local demon imprisoned underground. You've invited to join them. Klar, warum nicht? Machen wir ein Ritual. Knowledge check success. You've read about the ritual. Following the intricate pattern of steps, bows and claps isn't a problem for you. Once the ritual ends, the priest thanks you and hands over an item. Eldritch Amulet. Was macht das? Plus 10 reason when worn. Great in. Nee. It could be your last hope to make it through. Okay. Wir haben ja noch nichts auf dem Slot B angelegt, also könnten wir das rein theoretisch equippen. Aber unsere Reason ist nicht wirklich hochgegangen. Naja. Wenn wir das jetzt wieder ablegen. Können wir nicht. Naja, egal. Wir sollen zum Hospital. Ab geht's dahin. Investigating Corridor. Ganz wichtig. As a part of the therapy, some patients took part in an art class. Some of their work fills you with dread. Wir kriegen jetzt trotzdem 2 abgezogen. Wenn wir das jetzt nochmal equippen. Es geht nicht hoch. Aber unequippen können wir es auch nicht, oder? Ich kann es auch nicht in Storage räumen. Nein, ich will es nicht removen. Ich will es auch nicht trade in. Aber ich kann es auch nicht... You can't storage items you are wearing. Ich würde es ja gerne unequippen, aber das geht anscheinend nicht mehr. Anscheinend nur, wenn ich irgendwie was anderes anlege. Aber egal. Ja, investigate the hospital further. You find him in the hospital, covered in bites. Just what is with this whole summoning that he speaks between his subs? Warte mal, wen finden wir da? Ich hätte vielleicht den Text vorher lesen sollen. Aber investigate the hospital further. The waiting room. You're stopped by a masked man wearing a lab coat. He introduces himself as a researcher from Tokyo University, testing a new treatment method that promises to revolutionize modern medicine. Holding out a pile of documents, he tells you he can heal your wounds for free. You just need to sign here. Das klingt irgendwie so ein bisschen so... Meine Fans haben wir genug, aber das klingt irgendwie so ein bisschen so, als würden wir unsere Seele verkaufen. Aber nee, warte mal. For free stand da ja. Accept. Luck check success. Later you wake up in a surgical ward. There's no sign of the doctor, but you feel healthier and notice that one of your wounds is gone without a trace. You can select one injury status and heal it for free. Ja, okay. Wir haben ja nur den Curse-Dings, ne, Brand. Und das wurde geheilt. Ich hätte lieber ein bisschen Leben zurückbekommen, aber ist auch in Ordnung. Okay, with no other ideas, you decide to wait outside the school itself. Anscheinend suchen wir immer noch den Teacher. Investigate school. Schoolyard. Your friend has asked you to meet them at a certain secluded location. Getting there, you find a telescope with a note signed by your friend. The note tells you to look through the telescope. Curious, you check it out. You don't see anything at first. Then you notice it. The bloated body of Athyolask is getting closer. Plus 3% doom. Okay. Toll. Danke dafür, Friend. The faint chanting doesn't stop and no one enters or leaves the building. Dann gucken wir mal weiter. Im Korridor. I'll be your new Yarkon helper. Luck check success. Mit dem zusätzlichen Luck sollte das ja kein Problem sein. Resolve this event. You hear a scream coming from the school. It's time to enter. Investigate weird classroom. You sneak in through a window and skulk across the shadowy corridors. All the classrooms have emptied out. Peering into one, you spot the corpse of a teacher nailed to the chalkboard. Shaking you approach it. You spot an odd bulge protruding from his stomach. It writhes against your fingers as you probe it. Prepare for combat. Suddenly, the teacher's chest rips apart, showering the classroom with gore.
From within, a child coated in meat and intestines leaps out, screeching with joy. Oh Mann. 16 HP, genauso viel wie ich. Ja, wir haben immer noch keine bessere Waffe. Deswegen machen wir die gleiche Taktik wie vorher auch und launchen die Sequence. Oh, und hauen richtig Damage rein. Und die macht gar nicht so viel Schaden. Ich weiß aber auch nicht, ob es der Boss ist. Ja, komm, einmal noch hier. Treff ihn mit beiden Hits. Dann haben wir ihn. Verdammt. Naja, jetzt sollten wir ihn haben. You've defeated Gore-Covered Student. Plus 15 Experience. Resolve Combat. Das ist auch voll übertrieben, dass das andere 15 Erfahrungspunkte gekostet hat. Naja. As you near the gym hall, the chanting and rhythmic drums grow loud. Okay. Grow louder, threatening to intoxicate you. You creak the door open and stifle a scream. The entire school is gathered around a huge portal surrounded by black candles. From within, the bellowing of the beast being summoned echoes. The teacher stands at the front, covered in a purple robe, her true form revealed. 40 HP. Ich weiß nicht, ob wir hier ein Ritual durchführen sollten. Warte mal, haben wir einen Ally? Können wir hier irgendwie einen Ally rufen? Nee, leider nicht. Ja, dann würde ich mal sagen... Bray? Was ist das denn hier? Attack the teacher. Maybe if you... Ja, aber das hatte ich ja sowieso vor. Wait a minute. This enemy is so massive that this attack won't cause any damage. Das genauso. Und was ist das hier? Ach so, genau das gleiche. Ja, dann attack the teacher. Zweimal am besten. Wie viel Leben hat denn der Teacher? Das würde ich gerne wissen. Launch Sequence. You attack the teacher, dealing 10 damage. Portal is pulling you in. Okay, greif einfach den Teacher weiter an. Ich weiß nicht, was wir sonst machen sollen. Er hat noch 12 HP. The portal is pulling you in. Kill ihn. Hau ihn kaputt. Nice. Plus 29 Experience. You've defeated Shiokama School. Resolve Combat. With her dying scream, the teacher throws herself into the portal. Her vicious master shows no mercy. You hear it devour her before the connection shuts. The confused children lie on the ground crying. Thanks to you, however, they are safe. Tragic tale of Taumaturgy teacher ending A. Ending B ist wahrscheinlich doch, wenn man dann ein Ritual durchführt, aber ich weiß ja nicht genau, wie man das machen soll. Knowledge is key. Wir kriegen plus 30 Erfahrung. Und durch die Investigation plus 15. Minus 5% Doom. Und plus 1 Reason und Stamina. Time passes, one day. To gain a new level, press the flashing button. You've advanced to the next experience level. You choose one perk and one stat upgrade. Schwierig, was wollen wir denn upgraden? Wir können auf jeden Fall mehr Stamina holen. Ist vielleicht für den Anfang erstmal nicht schlecht, ne? Geht auch nur eins. Meine Luck ist auch niemals schlecht. Ich weiß halt nicht, was die ganzen Stats bringen. Und was ist unser Perk? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Können wir nicht wissen, okay. Achso, hier drüben können wir das ausruhen. Fast Swimmer, Outdoors Man oder Discipline? Können wir auch irgendwie lesen, was das bringt? Ich würde erstmal sagen Discipline.
Regain 1 Stamina for all successful event skill checks. Das klingt sehr gut. Outdoorsman ist plus 1 Luck, attuned with the natural rhythm of life. Und Fast Swimmer, faster offensive actions. Ist alles nicht schlecht, aber ich glaube, die Stamina Regeneration ist ganz gut, weil ich weiß nicht, wie wir sonst an Stamina kommen. Und dann ist das durchgängige Stamina-Upgrade. Weil ansonsten würde ich nämlich eher sagen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Stärke, Dexterity, ich weiß halt nicht, wann und wie die Sachen was bringen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal für Stärke, dass wir vielleicht mehr Schaden machen. Continue. Okay. The Old God stirs. Click here to reveal its effects. The whole town stopped receiving any outside signal. It must be the radio mast failure. Okay. Was ist das? Cut off from the outside world. Das heißt, wir können jetzt wahrscheinlich kein Fernsehen mehr gucken, ne? Würde ich einfach mal behaupten. Aber wir gehen erstmal nach Hause und gucken. Inside your mailbox, you find a small key. What is it doing in there? Okay. Ich weiß nicht, wem das Ding hier gehört. Oder was da drin ist, was so einen Lärm machen könnte. Ich meine, es ist ein Briefkasten. Take the key. Take a bath. The shower will help you calm down and do wonders for your sore muscles. What temperature do you set it to? Extra Stamina regained, small experience boost oder extra Resi? Ja, wir wollen auf jeden Fall den Stamina, extra Stamina regained. Ja. Aber macht das Sinn? Können wir nicht einfach unendlich häufig baden? Das erhöht wahrscheinlich den Doom, ne? Change Cloth, was macht das? Das ist einfach nur Aussehen. Ach komm, changen wir mal dazu. Take a bath. You're already taking a bath. Ja, ich will noch eins taken. Take a look through the peephole. Someone is standing in the shadow, watching your door. Hi. Dann sollten wir vielleicht nicht rausgehen. Wir saven noch erstmal Progress. You decide to spend some time with your family living in the nearby town and rest. Feeling tainted by the horror you've experienced here deep inside, you know you will be forced to return one day. You shouldn't take all these weird items with you. They will await you in the storage. Student allies will return to the schoolyard. Ich möchte aber nicht exiten unbedingt. Aber... ja komm, machen wir mal Save and Exit. Einfach nur, you're taking a break. Einfach nur, damit es speichert. Continue. Aber dann können wir eigentlich auch sofort hier weiter starten mit Continue. The media has been reporting about various... Okay, das ist genau das gleiche wie vorher. Gut. Your home. Können wir jetzt wieder ein Bath nehmen? You have already taken a bath. Ist ja unfair. Ja gut, dann start mystery. Was haben wir hier denn? Ach, das eine können wir auch gar nicht wiederholen anscheinend. Das heißt, wir müssen eins der anderen machen. Macabre Memoir of Morbid Mermaids. Nehmen wir doch einfach mal das. Einfach nur, weil es so schön klingt. The janitor was obsessed with mermaids. He's collected every scrap of the legend about them in the school basement. Now his mind has snapped. He's decided it's time to make one of his own, using unfortunate students' bodies as materials. Investigate this mystery. There's one thing at the school... at the school is talking about. Everyone at the school is talking about. Another girl from your area has gone missing. Could there be anything connecting all the missing people? I should investigate downtown next.
Investigate the Seaside Location twice to complete this quest. Also das sind praktisch Bonus-Sachen, wenn wir die Quest erfüllen. Ja, wo ist denn die Seaside? Hier drüben. Dann Investigate Seaside. Wir machen erstmal die Quest fertig. The investigation is taking a toll on you. You start to miss the most obvious leads. Plus 4% Doom. Eieiei. Wie können wir den Doom denn wieder runterbringen? Weil das könnte eventuell problematisch werden über Dauer. Investigate Seaside. Crabs are feasting on a bloated corpse carried to the beach waves. Search the body? Das wird wahrscheinlich ein Fight, aber das stört mich gerade nicht. Oh. Dexterity check success. Inside the man's pocket you find documents. They are all strangely dry. Did the man really drown or was he brought here? Plus 10% plus 10 experience. Und wir regenerieren ja ein Stamina. You may be going crazy, but you swear something is watching you from the sea. Minus one reason. Na super. Aber die Quest haben wir immerhin fertig. Travel to downtown. Investigating street. Experts are baffled by the sudden appearance of 20 stone statues lined up in a row in the middle of the park. You can cast a spell without paying anything. Wir haben aber nur den Spell Void. Was soll das bringen? Wenn wir ja investigate a random other world location. Aura, free cast. Ja, komm. Wir machen es einfach mal. Aura, free cast. Es geht nicht. Klicke drauf. Ich möchte Void casten. Ich möchte aber hier nicht auf... Ich möchte hier nicht auf das drücken, weil wenn ich Cast Spell mache... Ja komm, wir machen es einfach mal. Es kostet nichts. Lost in time and space, you drift in nothingness until something pulls you towards the light. A parasitic star is looming over the dying civilization. Is this the fate of our planet as well? Enter the destroyed temple? Venture further into the desert? Oder dig through the sand? Dig through the sand? Luck check failure. Digging beneath the stone pillar, you unearth a chest. Inside, you find a rotting human head. Minus 3 reasons. Na super. Na super. Asking around the neighborhood got you some results. It seems that all the girls attended the same school. Dann traveln wir doch einfach mal zu der Schule. The corridor is flooded by a black sludge that's slowly oozing from underneath the door of the chemistry classroom. A damp, moldy stench grows as you get closer. How are you going to get to the other side? Risk going through? Perception check success. You see a sudden movement near your ankle, just in time to jump away from something trying to bite your leg. You make it safely to the other side. Resolve the event. Also im Endeffekt sind alle Stats früher oder später mal sinnig. Aber ich weiß halt nicht, trotzdem nicht, welche wir dann upgraden wollen. Ob wir alle ungefähr gleich hoch haben wollen oder ob wir einen ganz hoch haben wollen. Ich weiß ja auch nicht genau, wann welcher Check angewendet wird. Also ja. All the missing girls were apparently members of the school swimming team. Maybe someone saw the kidnappers stalking them? Investigate the school further. School, ja, du solltest wahrscheinlich eher den Pool untersuchen, aber ja. Was zur Hölle? Hi. Okay. You find a notebook containing handwriting and detailed notes about the swimming club itself and mermaids? Investigate Morbid School. Investigating Morbid School. A nauseating stench stops you. Someone has scattered rotting fish guts everywhere and hung up countless fish heads. You cover your mouth as you slowly retreat. A vast flock of seagulls outside viciously attack the windows. Resolve this event.
Someone has marked a path leading from the sea directly to the school building. Whoever the kidnapper may be, they seem to be really obsessed with mermaids. Inside the science lab, you find a plan of the town's sewer system. Dann gehen wir wohl mal wieder nach Downtown. Someone taps you on your back. Sorry, is the bus still running? I'm so late for a meeting. The bus is going to kill me. Startled, you quickly turn around, shocked by what you see there. Der scheint doch ganz freundlich zu sein. Wir müssen ihn noch nicht angreifen, oder? Naja, gut. Haben wir noch eine Waffe? Ne, wir haben keine Waffe ausgerüstet. Das heißt, wir müssen erstmal eine Waffe ausrüsten. Look for an improvised weapon. Was haben wir mit unserem Branch eigentlich gemacht? Ja, und dann hau vielleicht einfach nochmal mit deiner Faust drauf. A broken bottle. Equip die doch einfach mal und dann hauen wir wieder mit unserer Standard-Sequence zu. Die wir irgendwie nicht können. Die Bottle braucht nämlich anscheinend länger. Dann hauen wir anscheinend mit unserer Faust zu. Ja. Versuche ihn einfach weiter kaputt zu hauen. Er hat noch 2 HP. Hau ihn kaputt. Launch Sequence. Okay, you've defeated Tapeworm's Salaryman. Plus 11 Experience. Resolve Combat. There's something wrong here. A weird apathy seems to infect every adult you ask for help. You will have to deal with it alone. Nicht zur Police Station? Shop for items. Costs doom to enter. Funds, items. Okay. Ja, nee, brauchen wir erstmal noch nicht. Wir investigaten weiter downtown in den Streets. The only metro line in your town connects the university and the science complex. You could take a right to gain some time, but you've got the feeling something is wrong. Where are all the people? Take a right, warum nicht? Luck check success! Even though the metro car is completely empty, you arrive at your station without any problems, saving valuable time. Minus 2% doom. Gut, dass wir so viel Luck haben. You compare the sewer plan with a school map and it suddenly dawns on you. School basement! That must be the place the kidnapper is keeping the missing swimmers. Man hätte die Schule auch generell mal von vorne bis hinten durchsuchen können. Ich meine, klar. Da waren ein paar tote Fischköpfe und sonst was, aber ich meine, das ist ja noch mehr ein Anzeichen dafür, dass da irgendwas Komisches vor sich geht. Investigate school. Schoolyard. You stumble upon the computer room. This is a good opportunity to check the school's database to look for anything that might help your investigation. Check it out. Knowledge check failure. You find a curious folder containing photos. With rising horror, you discover that you're in every one of them. The last photo shows a smiling man standing over your bed. Ach du meine Güte. Investigate Morbid School. There is no turning back now. God, let's hope she is alright. You bust through the door to the janitorial closet, but it's already too late. The latest missing girl is lying on a dirty mattress. Her upper torso, at least. A tail of a fish has been crudely sewn in place of her legs. She was too weak and died. You hear the mad janitor's... What? She was too weak to die and died. You hear the mad janitor say. He looks up and down. Maybe you'll do. Prepare yourself. Not giving up after the previous failure, the obsessed janitor has found another body to experiment on you. Der 34 HP. Und wir haben wieder nur eine Broke Bottle. Naja, gleiche Taktik wie immer, würde ich mal sagen. Draufhauen, draufhauen, draufhauen und gegebenenfalls healen, wobei wir nicht mehr so viel Sanity haben. The mad janitor attacks you with his axe. He swings his axe. Aber es ist nichts passiert. Oder? Wir haben einen Schaden bekommen? Ich weiß es nicht.
Wir müssen unbedingt mal eine Waffe finden. Weil es könnte ansonsten ziemlich gefährlich werden für uns. Wir machen ihm immerhin 6 Schaden. Ich weiß gar nicht, warum wir so viele Schaden machen, wenn er eine fucking Axt hat. Aber egal, ich stell's nicht die Frage. Hau einfach weiter drauf. Und hau ihn kaputt. Wir müssen noch 3-mal alle treffen. Also im Endeffekt, wir haben eine 70%ige Chance für den letzten Hit. Der erste hat ja 100% Chance. Ich meine, ja, wir können auch ein bisschen risikoreich gehen und sowas hier machen. Und dann einfach beide Attacken verfehlen bei einer 70%igen Hitchance. Klasse. Hau einfach weiter drauf. Ja, gut, dann hau noch ein letztes Mal drauf und finish ihn. Plus 15% Experience. Resolve Combat. Matt Janitor's body slumps to the floor. You pick up his axe and using it as a crutch, you try to leave the room. Injured and weakened, you slowly lose consciousness in the school corridor. Kann ich die erstmal equippen? Weil die macht doch bestimmt sehr viel Schaden. Ja. Nehmen wir die mal. Besser als die Broken Bottle. Continue. Police officers find you a few hours later. No trace of the mad janitor is found. But you will sleep a little better tonight knowing that the other students are safe. Macabre memoir of Morbid Mermaids ending A. Rewards for solving this mystery. Knowledge is key, plus 30. Experience through investigation, plus 15. There's still hope, minus 5% doom. And plus 1 reason and stamina. Und mir fällt doch gerade mal auf, dass wir die anderen beiden Sachen nicht equipped haben. Das wahrscheinlich daran liegt, dass die in unserem Inventar sind. Aber ja, wir können jetzt erstmal ein Level weiterholen. Und ich würde sagen, da wir jetzt eine große Axt haben, eine Fire Axe, gehen wir weiter auf Stärke. Oder sollen wir auf Stamina gehen? Vielleicht gehen wir auch auf Stamina, damit wir ein bisschen mehr zurückbekommen. Also ich gehe mal davon aus, dass das dazu gezählt wird. Quick Thinking, plus 1 Dexterity. Folklore Studies, plus 1 Knowledge. Oder Running Shoes. Smaller Doom Penalty from Running from Combat. Ja gut, wir werden eh nicht running. Das heißt eher Knowledge oder eher Dexterity. Und ich glaube, da gehe ich mal für Dexterity. Einfach weil wir die Werte schon hoch haben. Knowledge haben wir eh nicht so hoch. Das heißt, wir sollten einfach versuchen, Checks zu vermeiden, die Knowledge erfordern. Das ist besser, als wenn wir alles ausgleichen. Wobei es auch lustig wäre mit Knowledge, dann hätten wir hier 666. Aber nein, wir machen Quick Thinking. Gut, wir kriegen 6 Stamina. Ich gehe auch mal davon aus, dass das einfach unser Maximum auch erhöht hat. The God stirs. Click to reveal its effects. Local scientists are baffled. An unprecedented aurora-like event has bathed the entire town in an unnatural green glow. Okay, was bedeutet das? Reason cost for all spells is increased by 1. Habe ich eh nicht vor anzuwenden, aber ja. Hier bricht doch irgendwann irgendwas aus. Inside your mailbox you find a small key. What is it doing here? Noch einer? Take the key. Ja, wir nehmen erstmal einen Bath. Und ich weiß nicht, ob wir Experience Boost brauchen, wir glaube ich nicht. Die Frage ist, ob wir jetzt eher Reason Gain nehmen sollten, weil wir nicht mehr so viel haben. Und ich glaube schon. Wir kriegen ja sowieso beides, aber Reason ist noch ein bisschen besser belastet. Storage. Ja, hier ist nämlich auch das Eldritch Amulet. Und die Lucky Earrings, die wir auf jeden Fall auch wieder anziehen können. Und hier ist auch unser Branch, den wir jetzt aber nicht mehr brauchen. Und das hier können wir nicht zählen, leider. Also es bringt uns nichts. Ja, pack's erstmal in Storage. Die Lucky Earrings können wir auf jeden Fall anziehen. Und das Eldritch Amulet können wir auch wieder anziehen. Dann kriegen wir auf jeden Fall sehr viel Sanity zurück. Da hätten wir auch Stärke nehmen können, aber naja. Was haben wir denn hier? Light Switch? Weird, nothing happens. We could leave something to charge here. Interesting. Können wir sonst noch irgendwas auswählen? Move the curtain. Another day begins. Was haben wir hier so? Open drawer, closed drawer. Aber hier ist nichts drin. Also nichts, was wir nehmen können.
Very interesting. Ja gut, dann würde ich einfach mal sagen, start a new mystery. So, wir haben 2 von 4 abgeschlossen. Eerie Episode of Evolving Eels. Die mögen das hier auch, ihre Titel mit dem gleichen Buchstaben anfangen zu lassen. Ich habe vergessen, wie man dieses metaphorische Mittel nennt. Aber naja. While returning to your home, someone suddenly bumps into you. Did you know? You turn around, it's your friend living in the same apartment complex, Kana. That weird dude is back, you know, the one who studies fish. Der Mermaid-Typ. Den haben wir letztes Mal ins Gefühl. Ne, den haben wir umgebracht. Ich glaube, der kann nicht weg. Der kann nicht wieder da sein. You shrug, opening the door. Kana follows you immediately, enters the kitchen. A while later, he returns with 2 cans of soda. Aren't you curious? What weird fish did he bring this time? He grins. Investigate this mystery. I saw the creepy neighbor carrying some jars inside the apartment. I wonder what weird fish he did find this time. Will you check it out? He will surely recognize me if I try to do it myself. Please? Na gut, investigate the seaside location twice to complete this quest. Das machen wir doch dann auch mal. Seaside, investigate. Oh, wir haben einen Ally. Das ist ja wunderbar. Something pulls you towards the beach. A statuette, half buried in the sand, is calling you. Feeling your hands shaking, you take a step closer. Take it home. Warum nicht? The statuette is surprisingly heavier than it looks. Mesmerized, you take it home and wonder where you'll display it. It's a bad idea. Warum sagst du mir das jetzt? Naja. Gut, gehen wir nochmal zu Seaside. Das ist ja unsere Quest. In the summer of 1971, an entire class trip fell into the sea when a rock they were standing on collapsed. Their bodies were never found. Until now. Oh meine Güte. Die Fire Axe müsste aber doch ordentlich Schaden machen. 25%ige Hit-Chance. Dann können wir aber keinen weiteren Hit reinbringen. Die andere Sache ist, wir können... Order your allies to attack. Ihr macht aber nur 2 Damage und bringt irgendwie auch kaum was. Ansonsten können wir unsere nächste Attacke auch... Warte mal, ja gut. Ich glaube, dass wir machen, dass die auf jeden Fall hittet. Weil warum nicht? Es bringt ja eh nichts, wenn wir die Punkte zu Waste gehen lassen. Und so haben wir... Wir können eine 100%ige Hit-Chance erreichen. Nice. Launch Sequence. Ich sollte auch darauf achten, wie viel Damage die denn machen. So. Warte mal, wenn ich das mache, ist meine nächste Attacke ja sowieso schon guaranteed hit. Never mind, I guess. Haben wir irgendwelche Defense-Actions mit unseren Allies? Nicht wirklich. Und Spiritual Actions haben die auch nicht wirklich. Ich meine, wir könnten ein bisschen HP regenerieren im Kosten für Sanity. Ask your ally to distract the enemy. If successful, faster combat actions for the duration of this encounter. If failed, lose a random ally. Das ist einfach instant tot. Was sind das alles für Lappen? Naja. Gut, wir müssen noch einmal angreifen. Es wäre wahrscheinlich besser, wenn wir wahrscheinlich 2 von den Attacks reinhauen. Damit machen wir mehr Damage. Wenn wir die durchkriegen, also fürs nächste Mal. Jetzt ist er egal, weil er tot ist. You may be going crazy, but you swear something is watching you from the sea. Schon wieder minus one reason. Na ja, gut, gehen wir mal zu den Apartments. Wir sind in der Lobby. While looking around the ransacked room of your recently deceased friend, you discover a half-finished painting of a woman, her skin a ghastly pale yellow color. The scene is disturbing, you struggle to look at it. Charisma check, success.
Intimidated by the painting, it gives you new insight into the madness that possessed your friend. Resolves the event. Kana. Dude's working at school, right? We could break into his office. What do you mean we shouldn't? It must be empty because he just came back and his classes begin next week. Na gut. Gucken uns halt die Schule an. You enter the school bathroom. Warum? To wash your face with cold water. Warum? A sudden noise behind you stops you in your tracks. One of the stall doors has opened on its own. Close the door. Wir haben keine holy candle. Close the door. You walk to the door and try to close it, but something is blocking it. When you look up, you see a ghostly pale hand holding the door. Prepare for combat. Ich stelle mir es auch so vor, es geht im Hintergrund so eine Tür auf, so ultra eerie, so. Und wir gehen einfach so hin. Bam! Nerv nicht! You back off from the toilet as the door slowly opens. A girl in a tattered uniform is standing there. Her head twists unnaturally as she makes a roaring, rattling noise. A door behind you slams shut. 17 HP. Wir müssen anscheinend ein Ritual durchführen. This attack can't hurt a ghost enemy. Was ist das denn? Sever the ties to our world. Und wie mache ich das? Einfach indem ich ihr Damage zufüge? Kann ich zweimal machen, wenn beides mal hittet. Und das hat anscheinend 100%ige Hitchance. Leave an offering costs one fund. Oder wir führen halt dieses Ritual durch, aber... Launch Sequence. Ja, dann brauchen wir das nur zweimal machen und wir kriegen halt nur einen Hit ab. Fine enough for me. Und wir finden anscheinend was. Wait, what's that? We found an item. Corpse Dust. ...20% Experience, aber minus 2 Luck. It shimmers in your hand. Ich glaube nicht, dass es mir das wert ist. The neighbor's office at school is empty. You do find a few jars. All filled with weird eel-like fish. Despite your protests, Kana decides to take one jar home. Warum müssen wir mal alles mit nach Hause nehmen? Ich meine, gut, das eine war meine Entscheidung, aber trotzdem. Have you ever seen an eel like this? It's so freaky. Don't you have a feeling it's watching us? How can he sip his soda so calmly, staring at this creepy creature? Dann schauen wir uns jetzt mal die Apartments an. Unser Charakter sieht auch einfach so richtig genervt aus, während die ganze Zeit der Typ hinter ihr herrennt. Wandering through an empty corridor, you find an old vending machine. You don't recognize the brands of sodas inside, but you really could use a drink. Ja komm, wir haben ja Geld. Get the most expensive one. The taste seems a little odd, but you enjoy the drink anyway. Hätten wir da nicht zumindest irgendwie Lehm oder sonst was bekommen können? Wahrscheinlich hätte uns einfach welche abgezogen, wenn wir den günstigen bekommen hätten, aber naja. I've seen him burning some notes behind our apartment building. Let's go and check it out. Is this eel even alive? Wahrscheinlich nicht, wenn es in einem Glas ist. Aber klar, investigate the apartments. The telephone sounds and multiple voices are too loud for you to ignore. When you enter the apartment, everything turns silent. Oh man. Ja. Das hat 90%ige Hitchance. Das heißt, wir machen zweimal das. Oder wir machen es vielleicht sogar wie folgt. Damit wir auf jeden Fall treffen. Zack, zack. Und zack, zack. Und boom. Und dann machen wir das Ganze nochmal. Und dann müsste er ja auch tot sein. Oder es. Was auch immer es ist, der Gossip Junkie. Wir gehen einfach rum und töten alles, was in unser Weg kommt, aber wir haben auch irgendwie keine Wahl, weil uns greift auch irgendwie alles an, was in unseren Weg kommt. Kana was right. Someone tried to burn some papers. They must have been in a hurry, because some of the papers look salvageable. You both returned to your apartment and tried to decipher the notes.
It's so weird. Your neighbor really was into eels, it seems. You begin to wonder if spying on your neighbor was a good idea to begin with. Burnt notes. You begin to wonder if... Achso, das ist genau das gleiche. Inspect. Legend from the prefecture eels tell of a small village of robbers who would kill all visitors and dump their corpses into a lake full of eels. Eels of the perfect prefecture could lay their eggs inside human... Ich weiß nicht, was das für ein Wort ist, weil hier drei Buchstaben fehlen. Aber naja, danach fehlen die zwei Wörter komplett. Investigate the apartments weiterhin. Die Fire Escape, was hoffen wir denn da zu finden? Oh, nicht der schon wieder. What's that picture? You catch a glimpse of the painting thing. Suddenly you feel very weak and excuse yourself to leave. Something truly evil has you in its grasp. Okay. Das ist nicht gut. There must be something more we can learn. I'll try to break into his apartment tomorrow morning. I wonder what he's hiding in there. You shrug. Noncommittally, you just wish you could throw this damn jar into the trash. Travel to Seaside. Something gigantic and invisible leaves a deep void in the sea. It's not moving, but you swear it's watching you. You resolve this event. Thinking about how stupid it is of Kana to try and break into your neighbor's apartment, you go to sleep. You spend an entire day waiting for Kana. Where the hell is he? Investigate the school. Das ist ganz schön lang, dieses Mystery. You carefully enter the biology classroom. The room seems empty at first, until you switch the lights on. You gasp in horror. Lying in a pool of blood is one of the teachers with a fruit knife in their hand. There's a jar of formaldehyde in the nearest table. On the nearest table, mesmerized by the spiral pattern on the sea creature's skin, you step over the dead body and come closer. And then the voices start. Der hat nur 15 HP. Den machen wir kaputt? Junge. Wenn beides hittet, wäre es perfekt. Dann hätten wir nämlich 15 Damage, dann würden wir überhaupt keinen kriegen. Deswegen riskiere ich es einfach mal. Launch Sequence. Nice. Wait, what's that? Lump of Flesh. Was ist das denn schon wieder? Plus 5 Stamina und adds a new status. In welcher Hinsicht? Schlecht oder gut? Ach komm, ist es einfach mal. Holes? Wurden wir von Brandit nicht geheilt? Each day more holes appear. Ach du meine Güte. Könnt mir nicht eine Dings hier heilen? Naja. Resolve Combat. Kana has been missing since yesterday. You decide to check out the neighbor's apartment yourself. Investigate neighbor's apartment. Das ist anscheinend der Bosskampf. You cautiously enter your neighbor's kitchen. You are shocked to see countless jars filled with eels, flailing around restlessly. Where the hell is Kana? Bathroom? Bedroom? Escape? Bathroom? The swollen body of your neighbor is rotting away inside putrid, murky water. Both his eyes are missing, with countless tiny blood trails leading from them in all directions. Bedroom? I found the neighbor, but when his eye burst, I slipped on the blood and lost consciousness. I'm afraid there's something in my own eye now, too. Okay. Könnte sein, aber ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll. We must go to the hospital, oder we must puncture his eye now. Ja, das ist wahrscheinlich besser. Das hier? Ah.
You've gained a new stat. Achso, nee, das war von vorne. Oh Gott. Will Kanna even survive this blood loss? Shocked, you see countless tiny eels crawling out of your friend's eye in all directions. Ja, aber es ist besser, als zum Hospital zu gehen, glaube ich, in dem Fall. You rush to the hospital with Kanna, getting a lot of attention from horrified people. Your friend is taken immediately to the operating theater and you collapse on the chair in the waiting area. Fall asleep. Wake up, dude, you've been sleeping for over 3 hours. You groggily open your eyes to see your friend. Kanna is wearing an eye patch. Not so pretty anymore, eh? I couldn't exactly tell the doctors the truth about what happened, and I'm pretty sure I won't be winking with my left eye anytime soon. But thank you for saving my life. Nice. Gut, more holes are spreading on your body, minus 2 stamina. Das müssen wir irgendwie loswerden. Continue. The old god stirs. Click here to reveal its effects. Preparing for the worst, people are stocking up on everything, making it harder for you to find what you want. Na super. Ja. Ist hier immer noch was da? Inside your mailbox you find a small key. Schon wieder? Wie viele Keys soll ich denn noch nehmen? Kann das Ding hier mal wer aufmachen? Das ist die Statue. Das ist eine Statue von Cthulhu, so wie es aussieht. Aber ich kann es nicht anklicken. Watch TV. Ja, wir können kein Signal bekommen. Habe ich mir schon fast gedacht. Können wir jemanden anrufen? Hm. Naja, dann nehmen wir erstmal ein Bath. Take a bath. In Hot Water. Formal Stamina, weil ich will was ausprobieren. Ach, wir haben 3 von 5 Schlüsseln. Interesting. Also hier oben sind die anscheinend angegeben. Ich weiß trotzdem nicht, wofür es ist. Ja. Wir können ein Level-Up durchführen. Stamina brauchen wir jetzt, glaube ich, erstmal nicht. Ich glaube, wir gehen weiter auf Stärke. Und was haben wir hier noch? Fast Swimmer haben wir wieder. Art Knowledge. Plus 1 Perception. Oder Hot Bath. Improved Resting at Home. Das hätten wir vielleicht vorher gebraucht. Ja, komm, nehmen wir Perception. Ist ja auch nicht schlecht. Continue. Dann machen wir mal Safe. Und wir müssen auf jeden Fall gleich dran denken, you can't run from something truly evil. Das ist wegen der Figur, ich kann nicht speichern. Quick thinking. Achso, das sind unsere Stats. Ich kann das hier aber immer noch nicht ablegen, ne? Nee. Ich kann es nur discarden oder verkaufen. Weil das, was ich mich gefragt hätte, wenn wir gespeichert hätten und das dann wieder angelegt hätten, ob unsere Sanity regeneriert hätte. Das wäre nämlich ein bisschen cheaty gewesen. Ja. Der Light Switch funktioniert noch nicht. Und die Curtains. It's a nice day outside. Nett. Ja, dann starten wir wohl mal das letzte Mystery hier, würde ich sagen, ne? Vicious versus of a violent vigil. You've received an official looking letter. What does a law firm from Tokyo want with you? From you? We regret to inform you of the passing of our client and your grand uncle. His funeral will be preceded by an overnight vigil as per the client's request. There's an address and a list of people expected to arrive. You don't recognize any of the names. Intrigued, you decide to check it out yourself. What's the worst thing that could happen? Investigate the mystery. Following the directions from the letter, you slowly fight your way through the overgrown forest path. The old mansion looks like it was torn down and rebuilt many times, but where is everybody? Tip: explore mansion action will unlock new locations and progress this mystery.
Also eine andere Form von Mystery. Ja gut, dann... Wir können ja nur die Menschen exploren. Oh, wir... Ist das immer noch Kanada, der bei uns ist? Interesting. You enter the art workshop. The room is cluttered with half-finished sculptures and bizarre masks hanging on the wall. One sculpture strikes you as eerily realistic. Check out the masks or check out the sculpture? Gucken wir uns mal die Masken an, weil ich bin eigentlich eher so ein Maskentyp. One mask looks similar to the design you once saw in an occult book. You decide to take it with you. Funny mask. Equip plus one stamina or reason at the beginning of a combat encounter. Aber es ist cursed. Welcher Slot ist das denn? Statt die Lucky Earrings wahrscheinlich, ne? I don't like it. Ja, weiß ich nicht, es ist cursed. Ich lasse es mal lieber. Resolve this event. It takes you some time, but finally you manage to find someone. Is that another guest? You should ask them what's going on here. Four actions on the right allow you to investigate the location and interact with it. Who's that? Young woman wrinkles her nose when she notices you. You can swear you've seen the symbol engraved on her necklace before. If you want to pay your respects to that old creep, follow the corridor to the right. Okay. Kann ich weiter mit dir interagieren? Nein. Dann explore the mansion, I guess. The overgrown garden. You were startled when you discovered the that headless body. You were horrified when you saw its head hanging in the middle of the room and laughing. What the hell? Ja. Ich würde einfach mal sagen, wir probieren den... Können wir das so machen? Ja, wir können ihn so probieren zu finishen. Launch Sequence. 75%ige Chance, dass wir ihn finishen. Weg mit dir. Wait, what's that? Pick it up. Black hair. Okay. Combines with Sewing Kit. Was wir nicht haben. Ja, gut. Dann warten wir mal noch darauf, würde ich sagen. Resolve Combat. Pressing a handkerchief to your nose, you enter the dark room. There's no way they allowed your granduncle to just lie here. What was the correct bow and clap order? Maybe other guests will know. Clap, clap, bow ist das? Oder bow, clap, clap? Hab's vergessen. Eins von beidem. Clap, clap, bow. Vielleicht nicht. Dilapidated corridor. Hier sind auf jeden Fall mehr Leute. Who's that? A pair is standing next to a window. The man is muttering something to himself while his wife is observing you with her unnaturally bulgy eyes. You didn't get this with a letter? Here, take mine. Vigil pamphlet. We would like to thank you on behalf of our client for participating in this vigil on such short notice. He was a spiritual person and left instructions we are asking you to follow closely. 10 p.m. Pray over the body. Clap, 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 clap. Yay! 12 p.m. 11 p.m. light up fireplace. 12 a.m. pray over the body. Bow, clap, clap, clap. 2 a.m. feed the plant in the study with blood. What? 3 a.m. cover the mirror in the storage room. 5 a.m. end of the vigil. Wir haben gerade 10 p.m. Also, master bedroom. 1, 2, 3, 4. Inspect the foot.
You copy it onto your pamphlet? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon verkackt habe, weil... Naja. Young woman wrinkles her nose when she notices you. You can swear you've seen the similar... Okay. Let's not pretend like we want to be here. Ja, dann explore the mansion, würde ich mal sagen. Investigating the house. Corpses are strung up on wire, like macabre marionettes with painted smiles and rosy cheeks. Minus two reason. Na, danke dafür. 11 PM, was war das? Light up the fireplace. Light up the fireplace. Perception check passed. You spot some dry firewood and add it to the fireplace. Plus one reason. Danke. Okay, das sind immer noch die gleichen. This reminds me of one of my books. Storage room. You shudder instantly, recognizing the room from a newspaper photo. 3 years ago, a man hanged himself here. Where is the vigil being held in a place like this? Können wir aber auch nichts anklicken, ne? Nee. Ja, dann... Ich meine... Inspect his foot. You already copied the tattoo. Ja... I guess explore the mansion. The overgrown garden again. It looks like one of the previous owners of this mansion liked to read. Dusty tomes reach the ceiling. You don't have much time, but maybe you could spare a minute to look through the books. Check out the table, weil das ist ja das, was wahrscheinlich recent genutzt worden ist. Knowledge check success. The notes lying on the table look like the ramblings of a madman, but you can see a method to the madness. Plus 5 experience. 12 AM, was war das nochmal? Da war Pray over the body, bow, clap, clap, clap. Okay, Body, it's missing. Nice. Weil ich das Ding verkackt habe vielleicht? Where is everybody? Nicht im Storage Room. Check the wardrobe. Haben wir da irgendwas gefunden? Not enough room. Item added to the storage. Na super. Dann sollten wir vielleicht mal, keine Ahnung, das in Storage packen und das andere brauchen wir eventuell noch. Study? It seems that someone already removed all the furniture from this room. The overgrown plant is casting an unsettling shadow. Gut, explore the mansion, I guess. Wir können ja nichts am Body machen, wenn er nicht da ist. The whole building begins to shake as you enter the room. Suddenly a stone pillar bursts through the floor where you stood just a second ago. Noticing the arcane symbol painted on the stone, you take a step closer. Study the symbols. Knowledge check failure. Na super. Wir sollten nichts mit Knowledge machen. Following a weak, wavering cry, you enter a dark room. Inside, you spot a figure hunched in the corridor. You recognize the expensive clothes, but this thing can't be possibly be human. Don't look at me. Hi. 100%ige Hit-Chance, ja, dann nach Hause doch einfach kaputt. Weg mit dir. Wir haben 2 AM. Feed the plant in the study room with blood. Wir haben hier keine Plant mehr. I mean, cut the plant down. Ich meine, wir haben das Ritual ja sowieso schon nicht komplett verfolgt, ne? Und ich möchte nicht unbedingt Leben dafür ausgeben, also cut the plant down. You cut down the bloodthirsty plant. It was a good decision, right? Also auf jeden Fall haben wir weniger Doom. Ist der Body wieder da? Nö. Na gut.
Dann explore the mansion. Investigating room. The investigation can wait. A hot bath is too inviting. Oh, das wäre jetzt gut gewesen, aber... Dafür ist der Perk nicht gut, aber take a bath, yes, please. Auf jeden Fall plus one reason ist sehr gut. Resolve this event. Entering a dark room, you spot Havado and his wife hugging each other. When they turn around, you scream in terror. Their bodies are slowly becoming one and their fused faces express the same thing. Rage. Hi. Haben wir auch 100% Hitchance? Ja, natürlich. Dann hau sie doch einfach kaputt. Launch Sequence. Gar kein Problem hier. Resolve Combat. As the vigil is nearing its end, the whole mansion shakes more and more until the walls start to collapse, revealing the shocking truth about your whereabouts. The walls of the corridor collapse, revealing an alien landscape. You can taste blood in your mouth as the slimy appendages slowly get closer. Was müssen wir um 4 Uhr nochmal machen? Gar nichts. Wir hätten den Mirror um 3 Uhr covern sollen, aber ich glaube, wir haben es irgendwie übersprungen. Sacrifice the guest. Nein. Ich weiß ja nicht, wer das ist. Explore the mansion. Können wir nicht. Ich glaube, wir haben nicht wirklich viel Wahl. An unseen force leads your hands. You reach for a knife and stab a surprised guest. Okay. Conclude the ritual. Ja, ich sage ja, wir können nicht viel anderes machen. The price is paid. A voice booms in your head as everything gets dark. When you wake up, you find yourself lying on the wet grass, the old mansion nowhere to be seen. Standing next to you is a naked, bloated old man. You recognize a tattoo on the man's toe. It's your deceased grand-uncle. With a coarse voice, he explains the ritual. You try to keep up with him, but you're weak and your head spins. The death toll must remain the same, to die and to survive. You feel like vomiting as the old man who has cheated death disappears behind trees. Everything gets dark. Und wir haben insgesamt 4 Leute getötet. Naja. The man who you thought was your uncle has cheated death, making you an accessory to murder. Ja gut. You know the police officer won't believe you when you tell them the truth and do your best to forget the nightmares you left behind. Vicious version of a violent vigil, ending C. Reward for solving this mystery, 30 experience und Standard wie immer. Continue. Wir können wieder ein Level Up durchführen. Outdoors Man, plus one luck, plus one knowledge oder faster offensive actions. Ja, das muss glaube ich nicht sein, bisher kommen wir ganz gut klar. Nehmen wir mal das plus one luck dazu. Und dann noch... Ja, mehr Strength weiterhin? Ich würde sagen, mehr Strength. Wir pushen unsere Strength ab. The Outgold stirs. Did the water level suddenly increase or is our city slowly sinking? Oh man. Your home. Inside your mailbox you find a small key. Take the key. 4 von 5. Auf jeden Fall take a hot bath, ein bisschen Sanity Bonus. Und wir können halt immer noch nicht speichern, wahrscheinlich wegen dieser verdammten Statue. Naja. Look through the peephole. Da ist immer noch jemand, der uns anguckt. Nett. So, was haben wir denn überhaupt in unser Storage bekommen? Ein Meatcleaver. Was kann der so? Der macht weniger Damage, ist halt nur ein bisschen schneller. Extra Damage against Human and Monster Enemies. Ja, aber unsere Axt macht so viel Schaden, dass wir das eigentlich nicht brauchen. Wir könnten es verkaufen, aber wir sind jetzt noch nicht knapp dran mit Geld, also... Ja. Wir packen das andere auch mal hier rein, weil ich weiß nicht, was wir damit anfangen im Moment. Und dann start a new mystery. Haben wir jetzt neue?
Nee, das ist jetzt das Hauptmystery und dann haben wir 5 Schlüssel wahrscheinlich zusammen danach. Hm. Okay. Lighthouse? The ominous lighthouse has been closed down for longer than you can remember. Unter Lighthouse? Multiple padlocks prevent you from entering the building. You need 5 keys. Ja, die andere Sache ist... Wir können irgendwie kein neues Adventure auswählen. Das verwirrt mich gerade ein bisschen. Ich kann ja hier nichts anklicken. Wie sieht's denn dann... Start New Mystery. Nee, ich kann nichts anderes auswählen, außer das Ding in der Mitte. Und dann passiert irgendwie nichts. Was ist das? Town Status, You, Old God, Options. What am I missing? We can't see anything, es ist Nacht. No custom mysteries found. Ja gut, ergibt Sinn. Muss ich wahrscheinlich installieren. Aber warum komme ich hier nur zu dem Screen? Und ich kann auch nicht speichern wegen der doofen Statue. Das ist kacke. Muss ich mein Outfit ändern? Zieh nochmal das an. Der Fernseher hat auch immer noch nichts Neues, ne? Natürlich nicht. Ich kann auch auf nichts anderes hier drauf drücken. Nur auf das Ding in der Mitte. Use a mystery to investigate. Tja. Das hier. Aber da passiert nichts. Dann Void können wir auch nicht mehr ausführen. Das konnten wir anscheinend nur einmal. Interesting. Level up können wir nicht. Old God. Tja. I don't know. Wie kriegen wir den letzten Key oder wie kriegen wir das letzte Adventure zum Laufen? Ist das offen? Enter Lighthouse, weil das sieht schon geöffnet aus. Oh. Aus irgendeinem Grund war das offen, aber dann war der Text mit 5 Keys falsch. Naja. You finally made it inside the cursed lighthouse. Your gut is telling you 2 things. That whoever or whatever is behind the weird events must be on the highest floor of this place. And that you should run away from this place as far and fast as you can. You're afraid there won't be a way back once you start climbing these stairs. Okay. Wir nehmen mal das Black Hair und die Funny Mask mit. Das andere beide bringt uns nicht so viel. Ja, und dann rest a bit. Ich glaube, es schadet nichts, den Doom ein bisschen hochzutreiben, so ungefähr. Aber ich sehe gerade, unser maximales Stamina wurde nicht erhöht. Das heißt, es ist beim Level-Up immer schwachsinnig, das Stamina zu nehmen, wenn man das ja auch anders regenerieren kann. Naja, start climbing. You are investigating Trail of Blood. Following the winding staircase, you find a metal gate that blocks your way. It's locked, but you notice an electric cable. It seems to connect the drawer to a hole inside the central pillar. If there's a switch inside, you'll have to risk to getting
You'll have to risk getting cut by the numerous glass shards and knives. Find a switch. You've managed to locate the door switch while avoiding the knives and glass shards. With a buzz, the gate opens. Continue climbing. Wie viele Stockwerke das wohl hat? Following the winding staircase, wait a minute. Someone broke into your apartment, stole all the clues and newspaper clippings and pinned them here. The more you study them, you discover you can't remember any of them except one. Ich kenne die alle. Vor allem ist das hier zweimal da. Nehmen wir einfach das, was ich am besten fand. Ich glaube, es war das mit den Eels. Einfach so, weil das so schön war, mit der Nadel ins Auge zu pieksen. Correct answer. You rip the newspaper clipping of a case you seem to remember underneath it. It's a tiny button. You press it with a buzz. The gate open. Aber was heißt correct answer? Die waren doch alle korrekt. Naja, continue climbing. You are stopped by a girl wearing dirty black school uniform. I'm sorry, but I can't let you go any further, she says, reaching for her bag. It's too late anyway. You instinctively take a step back when you notice a knife in her hand. You have to think fast. Try to reason with her. Not enough charisma. You try to talk her into allowing you to pass, but suddenly she raises the knife and slices right across her own throat, nearly decapitating herself. You carefully step over her body. Toll. Ach ja, wie viele Stockwerke haben wir denn wohl? Following the winding staircase, you are... Stop, wait a minute. Someone has been taking photos focused on you. The photos include the enemies you fought with. There's something wrong, but you can't precisely say what. Select the second enemy you fought this run. Die Schule war das erste. Aber was heißt hier second? Also second generell? Dann war die Schule dann doch nicht das erste. Der gore-covered student, der da aus dem Teacher rausgesprungen ist? Der Tapeworm Salaryman, der kam später, meine ich. Eins von den beiden. Gore-covered student? Correct answer. Okay. Continue climbing. Jetzt wird man hier auch noch abgefragt, was im Adventure passiert ist. Climbing up the winding staircase, you are stopped by a masked man wearing an expensive suit. The rules have changed, kiddo. He says, taking the jacket and the mask off. Nothing personal, really. Okay. 100% Hit-Chance. Dann greifen wir ihn noch am besten so an. Launch Attack. Er macht überhaupt keinen Schaden. Just give up, kiddo. Nö. Resolve Combat. The dark clouds swirl around the lighthouse. Did you arrive too late? As the unnatural fog slowly lifts, you are relieved and collapse on the floor. The next day, everything feels like a bad dream. You've managed to stop the ritual awaking the eldritch old god. But what's done is done. It will stir in its slumber again and again, until the stars are right once more. Congratulations, you are safe. For now. Congratulations, you survived. Level 5, difficulty level, skeptic. Equipped Fire Axe, Eldritch Amulet and Lucky Earrings. Ja gut. 84 Minuten. In this run you've managed to solve 4 mysteries plaguing this town. You saw 23 new events, you encountered 10 new enemies, you unlocked 5 new achievements. Final lock entries, just give up, kiddo. Nope. Ja gut, continue. Und wir kommen wieder an den Start.
Ja gut, es gibt zwar noch ein paar andere Modi, plus man kann natürlich wahrscheinlich noch andere Mysteries erkunden und andere Enden erforschen. Aber ja, ich glaube, für so einen Auftakt des Spooktobers reicht diese Folge auch erstmal. Für mich zumindest. Und ich hoffe für euch auch. Und wenn nicht, fürchtet euch nicht davor, denn es wird noch mehr Content demnächst geben. Donnerstag, wie gesagt, wird der nächste Playthrough starten. Und dann das ganze Wochenende über auch. Und für nächste Woche Montag, Dienstag ist auch was geplant. Also es wird Uploads, Uploads, Uploads geben. Jeden Tag der Woche. Naja. Außer morgen, weil wie gesagt, mittwochs werden die Streams hochgeladen, verpasst diese nicht, die sind live am jedem Samstag in der Woche und ja, die werden dann im darauffolgenden Mittwoch hochgeladen, nur leider war ja letzten Samstag noch kein Oktober, deswegen ist für diesen Mittwoch nichts angesagt. Aber ansonsten gibt es jeden Tag im Oktober ein Upload. Aber ja, damit bedanke ich mich wie immer erstmal fürs Reinschalten, wünsche euch allen noch einen grausigen Abend. Eine schaurige Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video sehen solltet. Ein Spooky-Tag im Allgemeinen. Und dann bis zum nächsten Horror-Game im Spooktober. Bis dahin. Bye, bye.